Hallihallo, ihr Couchers, zum nächsten TT Culling Battle mit Dalu, Anne, Shigo, Fist, Grand Scraps, Manos, Saxa, Tauta und Liquid und dem Gast Tulu. Weil jetzt schon 4 Folgen dabei ist, von daher kann man nicht mehr so richtig vom Gast, also, ihr wisst es. So, ich habe meine Perks gewechselt im Gegensatz zum letzten Culling Battle. Hier ist einer direkt. Ich habe zumindest einen gehört. Ja, Tough Mother und All Pain, das habe ich drin, also 10% weniger Schaden nehmen, 10% mehr Schaden machen. Hier ist doch eine. Wer ist denn hier gespawnt? Ach, ich weiß, wo er ist, okay. Der ist unten in, bei dem Ding drin. Alles klar. Das heißt, er hat im Zweifel jetzt schon Loot. Ich habe ihn nichts aufheben hören. Ich habe nur Schränke öffnen hören. Wobei das natürlich nichts heißen muss. Ich meine, links von mir ist auch noch einer. Medkit, okay. Und eine grüne Kiste. Grüne Kiste, super. Crowbar, nice. So, wir warten hier kurz drin. Schauen, ob was nachspawnt. Das brauchen wir nicht. Spawnt nichts nach? Nee. Okay. Wir gehen mal Richtung Airdrop. Also Airport. Und schauen uns da mal um. Weiterhin natürlich die Regel, dass Dalu, Liquid und ich keine Kisten öffnen dürfen. Also nicht diese random Sachen öffnen dürfen. Und ja, das ist eigentlich alles. Wow, wie viel Ausdauer hat denn das gekostet, das Werfen? Das war ganz schön teuer. So. Ja, letztes Mal ja. Ich meine, ich war im Finale. Besten drei wieder. Tauto hat mir gegen Shigo geholfen. Sonst weiß ich nicht, ob ich gegen Shigo überhaupt gewonnen hätte. Und, diesmal ist Shigo direkt als erstes tot. Und zwar gegen Brands. Ja, sonst weiß ich nicht, ob ich gegen Shigo gewonnen hätte, weil die hat mich einmal richtig, richtig krass getroffen. Das war nicht schön. Noch ein Tante mal. Nein, es fällt dann durch. Keine Ahnung, wo das landet. Ich glaube, es ist nicht auf dem Dach gelandet. Eigentlich wollte ich, dass das auf dem Dach landet. Aber ich glaube, das ist nicht passiert. Loot Express. Ja, das ist jetzt dann zum Beispiel auch wieder so einer, wo wir nicht dran dürfen. Also Loot Express und das Loot Pinata sowie das Ding halt in der Mitte. Nice. So. Zweimal Medkit. Zweimal Medkit ist schon ganz cool. Wobei Medkit natürlich für einen Kampf unbrauchbar ist mittlerweile. Also ich würde eher ein Medkit und eine Bandage mitnehmen, wenn ich mich für den Platz entscheiden müsste. Anstatt zwei Medkits. Zwei Medkits kann man nutzen, oder Medkit kann man eigentlich nur noch nutzen, wenn der Kampf vorbei ist und man weiß, man schafft es eben, sich voll zu heilen damit.
So, Anne ist getötet worden von Sachsen. Ich glaube, das hatten wir auch schon häufiger. Ach ja. Ich glaube, das, also ich meine, das ist ein sehr beliebtes Duell. Anne gegen Sachsen. Ich überlege gerade, ob ich mir irgendwie einen Bogen mal eben crafte. Ja, ich glaube, ich mache mir eben einen Bogen. Wie war das? Stein. Ich mache so sehr, ich mache so Stein, Stein, Stock, Stock, oder? Kann das sein? Schauen wir mal eben am Maprand. Aber hier liegen auch Steine. Wir brauchen erstmal wieder ein Crafted Knife. Wir brauchen einen Speer. Was ist das? Dann haben wir einen Bogen. So, jetzt brauche ich eigentlich noch einmal Pfeile zumindest. Weil mit so richtig vielen Pfeilen startet der hier ja nicht. Eigentlich muss ich auch Waffe wechseln. Also ich muss. Na gut, da kommen wir nicht hinterher. Selbst wenn ich wollte, hätte ich da jetzt gerade keine Chance. Ich glaube, das war. War das wieder Manus? Das könnte wieder Manus gewesen sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist nicht unwahrscheinlich. Der wird jetzt aber auf jeden Fall in die andere Richtung laufen, weil, wie gesagt, bei uns ist ja kein Platz. So, To-Do müsste tot sein. Ich habe gerade mal auf den Chat, auf TS geschaut. Ja, To-Do ist tot. Wurde auch wieder vom Sachsen. Sachse im Killing Spree. So, Granz hat Shigo gekillt. Ich komme gar nicht dazu. Ich meine, ich habe Manus gerade gesehen, aber frag mich, wie er reagiert hat. Weil er hat ja einmal auf mich geschossen. Ich glaube, als er das Gift gesehen hat, hat er mich noch nicht gesehen. Das hat er für Credits angemacht. Dann hat er einmal auf mich geschossen. Und dann frage ich mich, ob er gesehen hat, auf wen er schießt. Ob er dann deswegen umgedreht ist oder ob er ja einfach keine Lust auf Kämpfen hatte. Ist er das wieder? Kommt er mir hinterher? Ich bin nicht besonders gut equipped. Den Kampf können wir easy verlieren. Aber ganz einfach. Eine gute Nahkampfwaffe macht extrem viel aus. Muss man einfach sagen. Also wenn du irgendwie die Tier 3 Wrench hast, die finde ich mega stark. Damit einmal zuschlagen mit einem voll aufgeladenen Schlag. 40 AP weg. Und da helfen auch meine 10% weniger Schaden nicht so viel gegen. Sind halt dann 36 anstatt 40. Also, das kannst du knicken. Ah, ich weiß ja nicht, was er hat. Er dürfte nicht der gewesen sein, der da oben war. War da überhaupt schon einer? Ich glaube, da war noch keiner. Ich darf zwar sie nicht öffnen. Vielleicht können wir da einem auflauern. Ich würde sagen, wir gehen gerade erstmal auf die andere Seite des Berges. Von da kann man da eigentlich relativ gut rüberschießen. Wirklich? Ich habe meine Waffen nicht hochbekommen. Erstmal bluten. Nein. Oh.
Und wieder Blut. Nein, nein, nein. Stopp. Nicht nett. Nein. Oh. Ich hab daneben geschlagen. Nein, 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 nein. Oh, ich hab ja mein Messer nicht mehr gehabt. Oh. Dalu, nein. Wirklich. Da hat er jetzt halt den krassen Waffenvorteil. Was? Warum ging der Schubser nicht durch? Oh. Ja, Leute, da haben wir trotzdem gut gekämpft. Wäre da eine Schubser durchgegangen, wäre es vielleicht sogar gut gegangen. Leute, schaut bei allen anderen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.